Hallo zurück im zweiten Feature Match Duell aus dem Trading Card Superstore in Ricken. Mir gegenüber sitzt der Bernd. Hallo. Ja, und ich bin der Micha. Hallöchen. Ne, ja, Deutschlandpremiere. Ne? T-Ross hier, das ist totes Pre-Release. Wir haben schon gemischt, wir haben schon abgehoben, jetzt wird gewürfelt. Okay. Dann hoch? Hoch, immer. Das 10. ist hoch. Das sind 10. Das sind 11. 11 ist hoch. Läuft, läuft. Okay, alles klar. Gut. Gut. Wolltest du mich anfangen lassen? Auf gar keinen Fall. 7. Ich möchte anfangen, ja. Dann gucken wir erstmal, was hier so geht. Also, ach ja, genug der Hinweis mit den Karten. Pass auf, wenn du das Deck, wenn du die Hand bis nach hier nimmst, dann kann ich deine Hand sehen. Das heißt, wir müssen immer so ein bisschen bei uns halten. Ne? Und dann können wir gucken, was so geht. Ich sag dir auf jeden Fall, dass ich meine Hand halte. Tito. Okay. Dann kommt ein Gebirge und go. Und für ein Blaues kommt sie. Eidolon der Philosophie. Ein weißes, ja. Blau. Ein für Blaues. Mana kann ich opfern und 1, 2 Karten ziehen. Und 7 Mana kannst du opfern und ziehst 3 Karten. Okay. Dann darfst du. Okay. Gut. Bei mir kommt ein Wald dazu. Und dann kommt das Flammenorakel. 2-2 und für ein rotes und beliebiges Pumpbar das Flammenorakel hält +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Falls eine Kreatur, die in diesem Zug vom Flammenorakel Schaden zugefügt würde, sterben würde, schickt sie stattdessen ins Exil. Okay. Bitte. Oh, die mir. Combat? Combat, ja. Was macht denn der Dimir, Mann? Was macht der Dimir, Mann? Keine Ahnung, blocken. Hier, zack. Dann kommt ein schöner Mantel. So. Hat Flusssicherheit und +1/+1 bis dauerhaft. Ist eine Verzauberung mit Aufblitzen. Sternlichtmantel, Aufblitzen. Okay, verzauberte Kreatur, die du kontrollierst. Wenn der Sternlichtmantel ins Spiel kommt, erhält die verzauberte Kreatur Fluchsicherheit bis zum Ende des Zuges. Und sie hat +1/+1. Alles klar, dann ist sie also 2-3 und tötet meinen 2-2er leider. Ja, und dann darfst du. Okay. Zack. Dann kommt bei mir noch ein Wald dazu. Und dann kommt ein Nyx-Herold. 2-3, Verzauberungskreatur. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug erhält eine verzauberte Kreatur oder eine Verzauberungskreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, +1/+1 und verursacht Trampelschaden des zumindest Zuges. Du. So läuft das also. Immer schön warten. Kann ich am besten. Kannst am besten. Zack. Zieh mal. Leg nochmal ein Land. Greif ich mal an. 2, 3. Meiner ergibt sich selber +1/+1. Ist er 3, 4. Und kommt vorbei. Ich block mal nicht. Ja, dann bekommst du 3. Bist du auf 17. Ne? Jo. Gut. Dann kommt für 4 ein verwirrter Zyklop. Reichweite. Immer wenn 2 oder mehr Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, angreifen, kann der verwirrte Zyklop in diesem Kampf nicht blocken. Dann bist du dran. Ende deines Zuges. Wenn ich hält sich 2 und Omen des Karte. Meeres. Aufblitz. Okay. Ja, wenn das Omen des Meeres ins Spiel kommt, wenn der Held sich 2 anzieht, dann eine Karte. Okay. Und du könntest es noch 3-mal zahlen, opfern und dann hast du nochmal Held sich 2. Alles klar. Beide bleiben oben und eine Karte wird gezogen. Okay. Das muss dann ja gut sein. Beide Karten gezogen. Mehr Mana. So, Verschlinger der Erinnerung. Schwarz-Blau, 2-1. Immer wenn eine oder mehrere Karten aus deiner Bibliothek auf deinen Friedhof gelegt werden, erhält der Verschlinger der Erinnerung +1/+1 bis zum Ende des Zuges und kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Und für 3 Mana kannst du selber Karten, die oberste Karte der Bibliothek, auf deinen Friedhof legen. 2 Mana hast du noch. Okay. +1/+1. Okay. Und für die 2 Mana spiele ich noch ihn. Wenn er den Dissodanten Flöter. Sagt die Karte im Namen, wenn sie mal drehen. Wenn er das dann so füttert, stirbt, erzeuge einen 0-1 weißen Ziegekreaturen-Spielstand. Okay. Und dann gebe ich ab.
Dann gibst du ab. Handkarten? 3. Gut. Noch ein Wald dazu. Ja. Er möchte sich selber verstärken. Mhm. Du bist ausgetappt. Ja. Greife ich natürlich an. Doppelblock ihn. Doppelblock ihn. Und was mit ihm? Nix. Nix. Der würde durchkommen. Okay. Jetzt können wir mal sagen, was ist los? Nix. So, der ist 2-3. Ne? 2-3. Und ich mache 3 Schaden. Richtig. Ne? Er ist 2-1. Das heißt, meiner würde auch sterben. Richtig, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, die Verzauberung geht dann aber in den Friedhof, ne? Die geht auf den Friedhof. Okay. Dann spreche ich mal eine Gabe der Stärke und gebe ihm +3/+3 und Reichweite bis, wenn das zu ist, damit er überlebt. Ja, dann steht bei mir alles. Dann steht bei dir alles und bekommst 4 Punkte Schaden, gehst auf 13. Okay. Second Main. Kommt ein Traumlauer-Manticore. 4-2 Verzauberungskreatur. Immer wenn du deinen ersten Zauberspruch im Zug eines Gegners wirkst, fügt der Traumlauer-Manticore einem Ziel deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Mhm. Dann bist du. Okay, ich lese. Artis Orakel der Halbwahrheiten. Schwarz, blau, 2 beliebige. Okay. Stärke 3, Widerstandskraft 2. Bedrohlich, kann also nur von 2 oder mehr Kreaturen geblockt werden. Wenn Artis Orakel der Halbwahrheiten ins Spiel kommt, schaut sich ein Gegner deiner Wahl die obersten 3 Karten deiner Bibliothek an und teilt sie in einen verdeckten und einen aufgedeckten Haufen auf. Nimm die Karten des einen Haufens auf deine Hand, lege den anderen auf deinen Friedhof. Das heißt, darf man jetzt 3 Karten angucken? Ja. 1, 2, 3. So. Teilt sie in einen verdeckten und einen aufgedeckten, den aufgedeckten nimmst du auf die Hand, der Aggressor kommt in einen Friedhof. Okay. Gut. Boah, das ist auch gemein, ey. Puh, boah, Mann. Ah, okay, verstehe. Okay. Ja, ich decke einen auf, der kommt in Friedhof. Also decke ich ja praktisch beide auf, so gesehen. Nein, ich decke einen auf und der andere bleibt verdeckt. Und ich entscheide dann, ob ich den verdeckten oder den aufgedeckten aufnehme. Ah, so rum war's. Okay, verstehe. Okay. Gut, ja, dann ist das ja noch geheim. Okay, ich decke auf. Das Unterweltstreitross kann nicht blocken, 3-3 und hat Befreiung 5. Schicke 3 andere Karten aus seinem Friedhof ins Exil. Und dann befreit es sich für 5 Mana und kommt mit 2+1/+1 Marken auf ihm ins Spiel. Wäre dann 5-5, was mir gar nicht gefällt. Und dann kommen noch 2 Karten. Ja, dadurch, dass ich die andere aus dem Friedhof wiederholen kann, will ich die auf der Hand haben. Mhm. Und geht die in den Friedhof. Triggert ihn, weil die ja von der Bibliothek in den Friedhof gehen. Mhm. Dadurch ist er jetzt 3-2, kann nicht geblockt werden. Mhm. Und du kriegst deine ersten 3 Schaden. Okay. 17. Dann kommt noch die Insel. Und dann würde ich noch gerne Artefakt spielen. Laterne Seelenführer. Also wenn Laterne Seelenführers ins Spiel kommt, schicke eine Karte deiner Wahl aus seinem Friedhof ins Exil. Für Tappen opfere die Laterne Seelenführer, schicke die Friedhof aller Gegner ins Exil. Und für 1 und Tappen opfere die Laterne des Seelenführers, ziehe eine Karte. Ja, und ich würde gerne deine Kreatur ins Exil schicken. Auch wenn sie ins Spiel kommt, ne? Genau. Das Flammenmorakel geht ins Exil, okay? Ja, dann das so. Okay. Handkarten? 3. 3. Zack. Mhm.
Du bist auf 13. Das finde ich super. Kann ich ja gar nicht verstehen. Mhm. Ja. Ich spreche mal einen Spontanzauber. Schicksalhaftes Ende. Fügt ein Ziel deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Hellsicht 1. Damit schieße ich dir die Kreatur weg. Ja. Hellsicht 1. Dann gehe ich mal in meine Angriffsphase. Er verstärkt sich selber. Mhm. Und dann komme ich mal rüber für 11. Ne? Das tut weh. Bist du auf 2. Richtig? Mhm. Second Main. Gib ihr ab. Ja, wir können uns auf jeden Fall noch retten. Du spielst Seelenschnitter des Moges. Für 3 Mana 2-3 und für 3 Mana Opfer eine Kreatur, ziehe eine Karte. Und dann kommt noch ein Harpier. In diesem Spiel kommt wieder eine Karte ins Exil, die oberste. Mhm. Aasplündernde Harpier, fliegend, 2-1. Wenn sie ins Spiel kommt, schicke eine Karte deiner Wahl aus dem Friedhof des Gegners ins Exil. Das Schicksal auf der Ende, ja? Ja. Okay. Und dann gebe ich ab. Dann gibst du ab. Okay, dann gehe ich in meinen Angriff. Mhm. Kommen wir vorbei. Wen verstärken wir? Der ist 2-1, der ist 2-3, der ist 2-1. Er verstärkt sich selber, weil der andere würde sowieso sterben, wenn ich ihm 3 gebe. Wenn ich ihm 3 gebe. Ich gebe dem ich gebe ihm plus 1, ja, dass er 5-3 ist. Mhm. Und dann kommen die Male. Ja, und dann hast du gewonnen, weil der trampelt. Oh, der trampelt! Welcher trampelt? Ach, der hier, ne? Kommt nee, und verursacht, und du durch Dings verursacht noch Trampelschaden. Alles klar. Schön. Das war ein. Ja, immer die Karten lesen und auch behalten, was draufsteht. Ne? Ja. Danke für den Hinweis. Das war ein 1-0. Ja, mit so Aquadex komme ich noch nicht so ganz klar, aber mal schauen, jetzt darf ich ja anfangen. Ja, das war irgendwie in den Boostern, ja, lief halt auf Agro raus, ne? Gucken, wie sich mit dem Befreien nachher dann so spielt. Sehe ich jetzt ja bei dir. Ja, das ist halt, es dauert. Ne? Du musst ja deinen Friedhof füllen und du brauchst dann halt auch dementsprechend noch Mana. So, ich habe schon wieder den Timer vergessen. Mensch. Du hattest eingestellt. Ja, ich habe den, glaube ich, nicht auf Start gedrückt wieder. So, gut. Was? Wir müssen ja nochmal anfangen. Gut. Ja gut, die zweite Runde möchte ich dann gerne starten. Okay. Wollen wir das halten? Wollen wir das halten? Das wollen wir nicht ich halten. Halte. Ich nehme einen Mulligan. Ich habe praktisch nur Land auf der Hand. Dann noch eine, dann, ja, man braucht es. Aber wenn du es nur hast, dann ist das, glaube ich, nicht so toll. So. Zweiter Versuch.
Das sieht besser aus. Okay. Dann kommt die Weise der Mysterien. Weise der Mysterien 02, Konstellation. Immer wenn eine Verzauberung unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, legt ein Spieler deiner Wahl die obersten zwei Karten seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. Okay. Und dann hast du? Bei mir kommt ein Wald. Und dann gebe ich ab. Amulett des Reisenden. Ein Mana für ein Mana tappen, opfern. Durchsucht deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte. Zeigen sie offen vor, nehmen sie auf deine Hand und stellen die Bibliothek. Okay. Und dann gebe ich ab. Gut. Gebirge. Gebe ich ab. Dann am Ende des Zuges opfere ich das und suche mir mal einen Sumpf raus. Das ist gut. Fürs Mana-Fixing. Gehe ich in meinen Zug. Für 3. Seelenschnitter des Mogis. 3 Mana, opfer eine Kreatur, zieh eine Karte. Und 2/3. Ist eine Verzauberungskreatur, somit triggert er und du darfst die obersten 2 Karten im Friedhof legen. Sphärin vom Hyraxturm, 3/3er. Und Hylysische Kajatüde, eine 1/1er. Dann bist du. Dann bin ich. Lege einen Wald. Ja, ich baue mich schon mal, fange mal an, mich aufzubauen hier. Ich lege dem mal eine Stampede-Reiterin entgegen. Trampelschaden 2/3 zu Beginn jedes Kampfes und falls du eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr kontrollierst, erhält die Stampede-Reiterin +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Bitte. Combat? Ja. Ah, jetzt habe ich wieder Angst vor deinem Doben. Irgendwie, ich mache den mal einen mehr. Ich block mal nicht. Du blockst nicht. Na gut, dann kriegst du 2 Schaden, ne? Ja, bin ja 18. Dann für 2 spiele ich Sumpfland Tritonierin. Ja. Hat 2/1 Todesberührung und wenn sie ins Spiel kommt, lege ich die obersten 2 Karten meiner Bibliothek in den Friedhof und erhalte 2 Lebenspunkte. Okay. Da hast du denn die Rare-Karte weggelegt, das ist schon mal gut. Ja. Du erhältst 2 Lebenspunkte, ja? Genau. Bis auf 22, okay. Und dann gebe ich ab. Okay. Mehr Mana. 2/1 Todesberührung. Ich lege Traumlauer Manticore. Immer wenn du deinen ersten Zauber, der ist 4/2, immer wenn du deinen ersten Zauberspruch im Zug eines Gegners wiegst, fügt der Traumlauer Manticore einem Spiel deiner, einem Ziel deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Mhm. Dadurch, dass eine Kreatur mit Stärke 4 da ist, typisch des Kampfes, falls du eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr kontrollierst, erhält die Stampede Reiterin +1/+1 bis deines Zuges, möchte ich mal in meine Kampfphase übergehen. Jo. Ja, dann bekommt sie +1/+1, ist 3/4 und greift dich an. Blum. Ja, sterben beide. Jo. Dann gebe ich ab. Dein Tanzbereich, mein Tanzbereich. Okay, dann
Streitendes Elend. Wenn das ins Spiel kommt, ja, kriege ich eine 0-1er Ziege. Mhm. Ich kann eine andere Kreatur opfern, mache ich Hellsicht 1 und er hat Befreiung für 5 Mana. Schicke ich 4 andere Karten aus dem Friedhof ins Exil und dann kommt er mit 2 Marken wieder. Ja. So, und dann spiele ich noch Frucht aus Tizaros. Ja. Ein Spieler meiner Wahl verliert 2 Lebenspunkte. Du. Bin ich auf 16. Und Befreiung für 4 Mana, 3 Karten ins Exil schicken, kann ich sie wiederholen. Mhm. Okay. Oder wir. Okay. Und dann bist du dran. Dann bin ich dran. Gut. Mehr Mana. Vorlegen? Ja, das klappt. Vor Damage opfere ich sie und wende Hellsicht 1 an. Musst du nur einfach nur opfern? Hm, okay, alles klar. Ja, okay. Ja. Okay. Dann weiterlegen. Skrupos Kriegsführer. 4-5. Für ein rotes Opfer eine andere Kreatur oder eine Verzauberung der Skrupos Kriegsführer hält plus 1 plus 0 und bedroht. Ich glaube, dass zumindest so ist. Du. Dann bin ich. Ziehen. Mehr Mana legen. Angreifen. So gerne blocken. Ne? Ja, passiert. Vor Damage nutze ich seinen Effekt, opfere ihn, um eine Karte zu ziehen. Mhm. Ja, dann Damage, hier sterben beide. Da sterben, würden beide sterben. Da würden beide sterben. Wollen wir das denn? Das wollen wir leider. Okay, passiert. Ja. Ja, passiert. Okay. Geblockt, geblockt, geblockt. Gut. Dann kommt für 2 Mana. Schicksalsspinnerin. 2-3. Kreaturen und Verzauberungszauber, die du kontrollierst, können nicht neutralisiert werden. Und für 4 Mana ein Land deiner Wahl, das du kontrollierst, wird bis zum Ende des Zuges zu einer XX-Elementarwesen-Kreatur mit Eile und Trampelschaden. Wobei X gleich der Anzahl an Verzauberungen ist, die du kontrollierst. Es ist immer noch ein Land. Aktuell kontrolliere ich eine Verzauberung. Und deswegen sprechen wir noch eine zweite Verzauberungskreatur, die Skola Heintänzerin. Die ist 2-2. Immer wenn eine Länderkarte von irgendwo auf deinen Friedhof gelegt wird, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Und für 3 Mana lege die oberste Karte deiner Bibliothek auf deinen Friedhof. Und dann gebe ich ab. Am Ende deines Zuges spiele ich auch noch wieder eine Verzauberung. Und ja, du darfst millen. Wie viele? 2. Was sagt die Verzauberung jetzt? Das ist, es gibt dir Hexproof quasi. Achso, die spielst du auf die Kreatur, genau. Ist klar. Hm? Hat die plus 1 plus 1, ja? Ja. 2-3. 2 Karten weg. Jo. Kriegsdornsegnung. Gebirge. Land, dann kriegst du ein Leben, ne? Genau. 17. Dann gehe ich im Einzug. Dann
kommt Calafé, Geliebte der See. Wenn sie ins Spiel, also die ist Sternchen 3, hat Stärke gleich der Hingabe zu Blau. Das heißt 4. 1, 2, 3, 4 momentan, ja. 4, 3, okay. Dadurch, dass es aber eine Verzauberungskreatur ist, darfst du wieder die obersten zwei Karten in deinen Friedhof legen. Ja. Wald, ein Leben. Ja, kommt vielleicht noch einer dazu. Und noch ein Wald, noch ein Leben. Gut. Dann hast du irgendwas mit Befreiung bei dir in deinem Friedhof? Nein. Ja, dann geht eine Kreatur weg ins Exil. Ja, nimm mal die letzte hier. Das ist keine Kreatur, das ist eine Verzauberung. Oh, ja gut. Die ist auch okay. Okay. Ja. Dann Fliegen 2-1, ja? Jo. Die Ausplündern der Harpier, okay. Gut. Mein Zug. Keine Handkarten mehr? Keine. Aber wenn du jetzt einen Zauberspruch auf meine Kreaturen wirkst oder Verzauberung, kostet er einen mehr. Kreaturen und Verzauberungen, die du kontrollierst, haben Zaubersprüche, die deine Gegner wirken und diese bei mir ganz Leben kosten. Und diese, also ihn, ne, als Ziel haben. Kosten. Nee, Kreaturen oder Kreaturen und Verzauberungen, die du kontrollierst, haben. Ah, verstehe, alles klar. Hm, okay. Gut. Na ja, gut, Mana habe ich ja genug. Ja, das stimmt. Zack. So. Drehen. Mal kurz gucken, warte. Ja, drehen. Ja, drehen. Angriff. Immer drauf. Ich bin der rot-grüne Hau-drauf-Hau-drauf-Spieler. Tut mir leid, das Deck ist... Ich muss es aggro spielen. Das ist ja die Idee des Decks. Immer schön blocken alles, ne? So wie ich blocken wollen. So würdest du blocken wollen. Okay, gut. So, das heißt, hier haben wir 2-2 gegen 1-3. Richtig? Würden beide überleben. Hier haben wir 2-3 gegen 4-3. Das heißt, er würde sterben, er würde überleben. Richtig, ne? Mhm. Hier kommt durch. Ja. Ne? So, jetzt kann ich noch... du bist ausgetappt. Mhm. Dann... Der würde nur plus 1 bis 0 bekommen. Könnte ich da reinopfern? Das will ich aber nicht. Dann... Ist das so? Ja, hier steht meiner. Ja, dann kriege ich 4 Schaden. Du bekommst 4 Schaden. Sie bist nur auf 22, wo? Weil ich eben einmal Leben gekriegt habe. 4. Bist du jetzt auf 18, richtig? Ja. Okay, dann. Second Main. Alles drehen. Raufboldin der Feresherde. 4-4. Wenn sie ins Spiel kommt, kämpft sie gegen bis zu einer anderen Kreatur, die du nicht kontrollierst, natürlich. Ah, die hat jetzt ja keine 4 mehr, ist ja eine weg, ne? Die hat doch noch 4 Bedrohlichkeit. Ja, blöd, ja. Kämpft trotzdem gegen sie. Also die kämpfen gegeneinander? Ja. Hätte ich vorher machen müssen. Ja, ist so. Dann sterben beide. Sterben beide. Spiel vielleicht, hätte ich vorher machen müssen. Ja, dann darf ich? Ja. Ah, Mist, 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 Mist. Für 5 möchte ich ihn gerne wiederholen, schicke dafür 4 andere Karten ins Exil. Mhm. Diese 4 gehen ins Exil. Mhm. Dann kommt er mit 2 Marken ins Spiel. Und es kommt wieder eine Ziege. Ja, ist ja 5-4, ne? Oh, Mist, ey. Gut. Ja, dann wie du, ne? Für 3. Greifst du an für 3. Okay. Und dann bist du. Okay. So. Ja, wir schlagen uns einfach. Komm. Zurück anlaufen. Nicht so blocken wollen? So sollst du blocken. Dann spreche ich einen Erbosen auf ihn. Kriegt er plus 3, plus 2. Okay.
Vor Damage opfere ich die für Hellsicht. Ja. Ja, dann passiert das. Sterben hier beide, ne? Ja. Okay. Ist geblockt. Dann kommt noch. Ein Flammenorakel. Ja. Und dann bist du dran. Das kann ich mal 2-2 und für ein rotes Bibi kann ich ihm plus 1 plus 0 bis zum Ende des Zuges gehen lassen. Und falls eine Kreatur durch das Flammenorakel verletzt wird und stirbt, können die in 6 zielen. Mhm. Ja, ich greife dich erstmal für 2 in der Luft an. Ja. Ja, 14. Dann für 4. Giftige hohe Priesterin. Bei der Todesberührung, wenn sie ins Spiel kommt, lege ich die obersten 3 Karten im Friedhof. Darf ich mal sehen? Wir haben eine Springflutschildkröte, 05, einen Sumpf und eine Umklammerung des Sumpfes, eine verzauberte Kreatur, minus 3, minus 3, okay. Ja, und die 3 würde ich dann auch gerne ins Exil schicken. Ah, ne, kann ich gar nicht. Ah, kostet ja 4 Mana. Okay. Ja, dann darfst du. Okay. Wieder angreifen. So blocken wir. 4, 5. Gut. Trampeln, das kann ich ihm sagen. Er kriegt Bedrohlichkeit. Aber da müsste ich opfern. Das wollen wir nicht. Ja, dann tauschen die beiden. Ja. Und hier pumpe ich alles rein. Also für 5. Für 5 kommt er da. 1, 2, 3, 4, 5 auf 13. Okay. Ehrlich? Ja. Wir greifen erstmal für 3 an. Ja. 11. Und dann kommt die Elite-Ausbildung. Ja. Wenn sie ins Spiel kommen, ziehe ich eine Karte und werfe dann eine ab. Ja. Die Laterne, okay. Dann bist du. Okay. Angreifen. Stopp. Tauschen, ja, passiert. Gut, dann bist du. Wenn du deines Zuges, spiele ich noch wieder oben des Meeres. Mhm. Trigger, du legst die obersten 2 Karten in den Friedhof. Um der Schmiede und Wald. Dann hält sich 2. Ja, bleiben beide oben, ziehe ich eine und gehe dann in meinen Zug. Mhm. Komm mit. Als erstes wieder für 3. Ja. 1, 2, 3, auf 8. Als nächstes kommt dann wieder. Ach, den hast du doppelt. Das ist ja eine Sache, ey. 1, 2, 3. So. Das müssen wir so rummachen. Oder? Ist das sinnvoll? Ja, ich zeig dir das. Ja, der ist gut. Ja, ich zeig dir mal das Streitross. Gut, das Streitross geht wieder in den Friedhof. Mhm. Länder sind doch gut. Sich schön brav aufgebaut, kannst ganz viel befreien, das ist ganz toll. Freut sich die Linie mal, ja.
noch ein Begräbnisritual. Mhm. Ich ziehe zwei Karten, verliere zwei Lebenspunkte und dann lege ich die obersten zwei Karten von meiner Bibliothek in meinen Friedhof. Ja. Zwei, ich gehe auf 11. Und dann gehen zwei in den Friedhof. So, dann habe ich genug Unfug gemacht, du darfst. Okay. Gut, gut. Spreche ich eine Hüterin der Gefesselten. 4-4. Trampelschaden, die kann nicht angreifen, es sei denn, ich kontrolliere eine andere Kreatur mit Stärke 4 oder mehr. Blocken darf sie aber, ne? Blocken darf sie ganz brav. Das ist gut. Dann bist du. So. Ich stehe einfach den Kartenzieh tot, die mir Magier. Weil ich dich angreifen werde. Mhm. Zwei in der Luft und drei, zwei bedrohlich. Ja, das kann ich nicht blocken. Kommt 5 Schaden. Geht böse 5. Geh auf 3. So, du wolltest wissen, was Befreien macht. 3 Karten. Ich würde es zweimal befreien wollen. Ja. Und dann dich 4 Leben verlieren lassen. Okay. Gut. Dann ist das ein minus 1 für mich. Ja, da hat mein Deck nicht zeigen wollen. Ich glaube, auch der Spielfehler, ich weiß nicht, ob der es noch gerissen hätte. Es kam mir einfach zu wenig Druck. Ja, wenn dein Board einmal leer ist, dann ist für ja, jeden Aggro-Spieler ziemlich schwierig. Da konntest du in aller Ruhe da schön befreien gehen. 1-1. Jetzt habe ich zum ersten Mal gegen Befreiung gespielt. Ein hartes Thema. Also, ist schon sehr nervig. Aber ich hatte einfach in meinen Flex keine Befreiungskarten. Ging einfach nicht. Ja, meine Rares hatten sämtliche Farben. Und sich dann für die halt entschieden. Ne? Ja. Aber so ist doch spannend hier. 1-1. Ja. Immer spannend. Ja, Kampf ist gut, genau. Der Chris ist nämlich auch mit dabei, der sitzt hier schön am Rechner und macht hier, beantwortet die Kommentare. Wie viele Zuschauer haben wir denn? 20. Ha, super! Hallo Leute, geil! 20, ha! So super, fürs erste Mal, voll super. Ja? Ja, haben wir 20 Spieler mein Total Fail gesehen jetzt gerade hier mit dem Keres. So, jetzt mach dich fertig, Bernd. Ich würde gerne anfangen. Wir müssen einfach mal so reden, wie wir sonst miteinander reden, ne? Du würdest, was sagst du, du willst gerne anfangen? Ich mach, jetzt ist ja schön, dass du es gerne würdest. Ja, aber ich möchte auch anfangen. Ich dachte, auf ihn schon äußern, aber nicht. 4, 6, 7, ja. Mir klappt das immer, oder was? Sonst sagen die immer, ja, mach mal, oder was? Ja, wenn er das schon sagt. So, so. Außerdem musste ich gerade einen Mulligan nehmen, weißt du? Ach so, ja gut. Ja, dann zählt aber alles nicht. Das ist kein echtes Spiel, wenn du einen Mulligan nehmen musst. So, jetzt halte ich nämlich. Ich versuch's auch. Ja? Wird riskant. Oh, ist okay. Ja, riskant. Gegen mich kann ich's tun. Ach so, ja dann. Mach mal. Ah, siehst du, da ist er doch. Die Insel und Go. Mhm. Da kommt der Waldi. Ja, leider kommt bei mir aber sonst nicht viel. So, bist du mal dran. Okay. Also ich zeig dir meine Länder. Ich präsentiere meine Länder. Ich spiele als Hafer-Deck präsent. Dann spiele ich Dimir Akro jetzt. 2-1, ja. Dann du. 2-1. Ja, mein Deck explodiert ja. Ne? Das explodiert. Indem ich... Will ich das? Ja, indem ich aufblitze. Komm, oben der Schmiede aufblitzen. Wenn das oben der Schmiede ins Spiel kommt, füge es einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Ah, da kommt eine Ziege, kommt dann. Ja, natürlich. Und für 3 Mana kann ich es opfern, bekomme hält sich 2. Ne? Mhm. Gut. Klingt fair. Och, diese nervende Ziegen, ey. Die dann wirklich rumnerven. Das muss man ja mal sagen, ne? Dass sie nerven. So, aber. Auf jeden Fall ist nichts mit dem Jagro, denn jetzt kommt erstmal eine
Hüter der Gefesselten. Haben wir gerade schon gehabt. 4-4 Trampelschaden, kann nicht angreifen, es sei denn, du kontrollierst eine andere Kreatur mit Stärke 4 oder mehr und dann bist du dran. Muss ich nur gut was ziehen, damit der auch... Dann kommt ein 3-3er, der nicht blocken darf. Dann bist du. Okay. Aber angreifen darf. Zack. Das stimmt. Was ziehen wir denn so? Wir ziehen auf jeden Fall Mana. Das ist gut. So. Und schön ist, da sind hier die Power Brothers. Ne? Die schalten sich dann gegenseitig frei. Dann trampelt der mal rüber. Ja, klar. Für 4. Keine Blocks. Ist auf 16. Und dann bist du dran. Ja. Dann bist du. Okay. Du bist ausgetappt, ne? Ich habe 2 4-4er liegen. Kann noch. Das ist doch schön. Das ist doch. Der Start gefällt mir viel besser. Ja, glaube ich dir sofort. Ja, drehen. Ich nehme nochmal 8. Nimm's nochmal 8. Krieg ich ja schon. Schmerzt mir schon der Finger hier. Muskelkrampf vom Tippen. So, 4 Manas. Ich kann hell sichten. Das kann ich als Spontangeschwindigkeit machen. Dann bin ich mit der Situation eigentlich erstmal noch happy und gebe mal ab. Ein Land. Giftige Hohe Priester. Ja, Todesbüro, okay. 3-3. Dann kommen die obersten 3 Karten wieder in den Friedhof. Die da wären. Also ein Verschlinger der Erinnerung, den hatten wir aus Game 1. Schreitendes Elend kann ich jetzt befreit werden, wenn du genug Mana hast und du musst 4 andere Karten entfernen, die du auch noch nicht hast momentan. Okay. Ja, dann greife ich auch mal für 3 an, ne? Ja, passiert. 17. Und dann bist du. Möchte ich mal die Verzauberung weghauen. Ja. Und mach mal Hellsicht 2. Drunter und drauf. Mein Zug. Ja, die hat sowieso Todesberührung, totes Tod, ne? Todesführung gilt nur bei Kampfschaden, ne? Jeden Schaden, den die macht. Jeder Schaden, also auch wenn die Kreaturen gegeneinander kämpfen. Mist. Bei Erstschlag auch? Bei Erstschlag war es dann nicht, ne? Genau, weil sie halt bei Erstschlag ja keinen Schaden macht, wenn sie vorher stirbt. Hab ich nicht verstanden? Bei Erstschlag, warum nicht? Wenn du ihr jetzt Erstschlag gibst. Ne, nicht Erstschlag, wenn ich die gegeneinander kämpfen lasse und sie hätte Erstschlag. Erstschlag ist egal. Würde nicht zählen. Genau. Okay. Was machen wir? Ja, angreifen, ne? Zack. Dann block ich einen. Du blockst einen. Ja. Der würde dann ja sterben. Ja. Sowieso, weil du Todesbüro hast. Genau. Dann kommt der andere durch. Ja. Mit 4. So würde es sein. Aber der hat der Trampelschaden. Und der auch. Ne? Deswegen gebe ich dem mal plus 3 plus 3. Dann ist er nämlich auf 0. Ja. Yeah. Ha. Huh. Ja, diesmal Trampelschaden nicht vergessen. Das war, ja. Schön, was wäre gekommen? Da wäre noch Mana gekommen, dann wäre es munter weitergegangen. Ja, das war jetzt ein bisschen Start. Ja, wie gesagt, wenn du nicht liegen bleibst. Gruul war das jetzt, ne? Also Gruul gegen die mir. Ja, einmal kurz zwischendurch ein bisschen geschwächelt. Ja, aber da kannst du ja nicht alles zu Null gewinnen, ne? Das haben alle gesehen, ne? 20 Leute haben es gesehen.
Die Revanche kommt. Feuert mich an. Event 2 kommt. Sag Freund Bescheid. Teilt das auf Twitter. Twitch das. Ich mach die alle fertig. 2-0. Geil. Danke dir. Ich mach's nicht. Ja. Wir reden. 2-1. Wir haben zwei Matches gespielt. Weißt du, ja. Das Madel gerade, das war. Ja, der nächste Gegner kommt. Ernsthafterer Gegner. Nein, war also nicht. Nein, okay. Ja, hat mich sehr gefreut, Bert. Vielen Dank. Vielen Dank natürlich. Ja, vielen Dank natürlich. Immer wieder gerne. Möchtest du noch was sagen zu deinen Fans? Ach nee. Beim nächsten Mal lade ich meine Fans auch ein. Dann haben wir jetzt. Wir zocken ja das ganze Wochenende. Ne? Du zockst ja alle Pringles mit, oder? Du bist ja ganz viel dabei, ne? Also ja, heute sowieso noch sowieso, ne? Heute eine zweite auf jeden Fall noch. Vielleicht haben wir noch die Ehre. Ja, wenn ihr Bock habt, kommt auch vorbei. Wir haben noch Plätze frei im Trading Card Superstore. Ne? Irgendwie hier in Regen, Nordrhein-Westfalen, ab ins Auto. Entweder heute Abend oder morgen oder Sonntag. Gerade kann die Frage, wie lange wir noch streamen. Wisst ihr, was läuft? Bis 0 Uhr, ne? Wir streamen hier alles durch. Hier. Bis, also wir haben jetzt noch praktisch im ersten Training-Setup haben wir noch eine Paarung, ein Matchup. Dann ist kurz wieder Pause und dann geht es mit dem Deckbau weiter. Den wird entweder ich machen oder der Sebi oder mal gucken, wer es macht. Sebi kommt halt. Also ja, okay, dann werde ich den Deckbau machen und dann kommen wieder drei Duelle. Also es geht so bis 23, 24 Uhr. Ja. Ich kann auch vor der Kamera meine Pizza essen. Ja. Boah. Muss ich ja beim Deckbau machen. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir jetzt erstmal gleich. Dann machen wir noch Werbung für die Pizzeria. Liste machen, alles klar, ne? Gut. So.